Bis anhin haben wir die Töne alle gleich laut gespielt und jetzt möchten wir uns mit Betonungen beschäftigen. Also ich möchte einzelne Töne akzentuieren, fester anschlagen. Und da kann ich wiederum das Metronom natürlich verwenden und jetzt habe ich Tempo 60 und jetzt werde ich zum Beispiel immer das Ta, also die Zählzeit, stärker betonen. Dann bekomme ich Takedimi, 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 Takedimi. Vermutlich ist das noch relativ einfach, weil die Betonung ist natürlich jetzt genau zusammen mit dem Metronom. Es wird ein bisschen schwieriger, sobald du die Betonung jetzt auf das Takedimi, also auf die, das heißt in der Mitte, das wäre wiederum der Offbeat jetzt. Wenn du einfach eine Betonung auf den Offbeat setzen würdest, dann haben wir das. Takedimi, 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 Takedimi. Du kannst es auch mit der Stimme schon vorwegnehmen, die Betonung, dann habe ich Takedimi, Takedimi. Und so weiter. Und jetzt merkst du langsam, du kriegst so ein Gefühl, auch wenn du 16 spielst, irgendeine 16 Linie, dann weißt du schon ein bisschen, okay, da ist die und, wie du das betonen kannst. Du kannst das Tempo hier natürlich auch nochmals langsamer machen, dass du dich wirklich wohlfühlst. Du kannst auch nicht Takedimi, 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 Takedimi. Du kannst auch so etwas machen. Oder wenn das jetzt easy für dich war, kannst du das Tempo natürlich auch wieder steigern. Du bist dein eigener Lehrer in diesem Moment. Du achtest einfach darauf, dass du präzise bist. Dass die Stimme, Metronom, die Hände, vielleicht auch noch der linke Fuß, dass das zusammen ist. Und dann bist du auf dem richtigen Weg.